805 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat der Hessische Fußballverband mit Fairplay Hessen den offiziellen Startschuss zu seiner Kampagne zur Euro 2024 gegeben. Verschiedene Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Sport, wie etwa die neue DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning, kamen zur Kick-Off-Veranstaltung in die Sportschule Grünberg. Thorsten Schenk als Projektleiter EM 2024 und Thomas Geis, Vorsitzender der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung im HFV, stellten die Hessen-Kampagne vor. Unter dem Motto Euro 2024, wir sind dabei, soll damit zu einer friedlichen EM im Sinne von Vielfalt und Fairplay beigetragen werden. Für mich ist Fairplay Miteinander, menschlicher Umgang und schlicht und ergreifend am Ende Solidarität für ein gelebtes Miteinander. Dass man sich nicht nur an die Regeln hält, sondern die Regeln lebt, aus Überzeugung. Für mich ist Fairplay eine Geisteshaltung. Es ist nichts Vorgeschriebenes. Ich möchte auch jetzt hier nicht die ganzen Werte wie Respekt, Toleranz etc. aufzählen. Ich glaube, das machen viele. Ich sage einfach, es muss von innen rauskommen, es muss eine Geisteshaltung sein und was ganz wichtig ist, es muss unter erschwerten Bedingungen gelebt werden. Wie bereits bei der WM der Männer 2006 und der Frauen-WM 2011 in Deutschland soll das hessenweite Netzwerk Zeichen setzen gegen Rassismus, Antisemitismus und Gewalt. Dabei stehen die verschiedensten Maßnahmen zur Auswahl. Etwa eigene Aktionen, um Flagge für Fairplay zu zeigen. Oder ein Straßenfußballturnier für Toleranz, ein Kinderschutzkonzept im eigenen Verein oder auch die Teilnahme an Workshops, Schulungen und Aktionen. Mit diesen Maßnahmen können sich die Vereine und Partner an der Kampagne beteiligen, dabei über ein System Punkte sammeln und sich so um Tickets für ein EM-Spiel in Frankfurt bewerben. Welche Chancen sich für den Fußball in Hessen durch die Euro 24 und die Kampagne ergeben, aber auch welche Herausforderungen gerade mit Blick auf Fairplay und Werte aktuell anstehen, wurde in einer Podiumsdiskussion besprochen. Die TeilnehmerInnen dabei Nina Reib von der Deutschen Sportjugend, der hessische Innen- und Sportminister Peter Beuth, HFV-Präsident Stefan Reuß sowie der DFB-Lehrwart und ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner. Zur Unterstützung der Kampagne hatte der Minister einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro vom Land Hessen für den HFV dabei. Abschließend und passend zum Thema Fairplay wurden die Fairplay Hessen-Preisträger 2021 geehrt. Hier erhielten der SVP Fauerbach, der Gladenbacher SC, die SG Eiche Darmstadt, die Gießen Skyliners, Teutonia Köppern und der SV Frauenstein Auszeichnungen in den verschiedenen Kategorien Fairplay und Gewaltprävention, Integration, Handicap-Fußball und Inklusion, sonstige Aktionen und Events sowie den Sonderpreis für spezielles Corona-Engagement. Die PreisträgerInnen können damit als Vorbild dienen für viele weitere Vereine, die sich an der jetzt gestarteten Kampagne zur Euro 2024 beteiligen. Weitere Infos gibt es unter fairplayhessen.de. Nein, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank natürlich auch für den Bescheid. Aber damit dürfen Sie alle unsere Veranstaltungen besuchen.